Es ist genau, es ist exakt. Es sind jetzt hier die Minecraft News. Wir berichten, bevor wir uns informiert haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache. Er lautet aber Herr und Herr Meister. Here we go now. Halleluja. Ja, erstmal wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft auf dem Megaprojekte-Server. Ja, lange habe ich nichts von mir hören lassen, lache aber mehr daran, dass hier mein Rechner irgendwie ein bisschen doof gespielt hat und plötzlich irgendwelche Symbole auf meinem Desktop verschwunden waren, diverse Programme sich nicht mehr starten ließen und ja, allgemein so ein bisschen Unlust auch war dabei, also von allem ein bisschen was. Aber ich denke mal, dass sich das in nächster Zeit dann doch wieder ein bisschen ändern wird. Ja. Wir haben den Server umgestellt. Wir laufen jetzt auf der 1.9.4er Version. Und ja, seitdem wir das Ganze umgestellt haben, sind, ich sag mal, 90% der Chunk-Ladeprobleme hier, ja, so gut wie Geschichte. Was haben wir sonst noch gemacht? Ja, es hat sich hier ein bisschen was getan. Wir haben hier und da so ein bisschen was Neues gebaut, mal ein bisschen was getestet und solche Sachen. Und zwar können wir hier einfach mal kurz, nur mal hier kurz reinschauen. Soll auch nur eine kurze Information sein. Ja, wir haben hier eine Kfz-Werkstatt gebaut. Hier mit Grube, dass man nicht so drunter kraxeln kann. Hier drüben ist eine Hebebühne mit einem Tütü drauf. Die Tür hier schließt so auf diese Art und Weise. Dann kann man hier mal durchgehen. Hier hinten ist so ein bisschen Werkbank, waschtischmäßig und so weiter. Wie üblich, das Licht geht im Dunkeln an. Hier hinten ist dann mal kurz so ein kleiner Ausgang noch. Und nebendran haben wir noch eine Tankstelle gebaut. Hier so mit den Zapfsäulen, Anzeige. Hier so ein bisschen, ja, halt eben Ständer für Lappen oder irgend sowas. Hier der Eimer mit dem Wischwasser. Licht natürlich, selbstverständlich. Geht auch automatisch an, hier die Zapfsäulen an sich. Dann steht hier nur so ein kleiner LKW, so ein Miniaturgerät. Und ja, hier sind so Sachen, die man so an der Tankstelle kaufen kann. Mülleimer, der Tankwart hier hinter, dem kann man also auch handeln. Haben wir so ein bisschen hochgepusht hier, dass man so ein bisschen was kriegen kann. Auswahlmenü. Hier so ein paar Tische zum Sitzen, das übliche, die Tankenblumen oder Tankblumen oder naja, wie es auch immer. Dann hier soll so ein bisschen so bücherregalmäßig sein. Das Ganze ist natürlich hier oben mit Überwachungskameras in der Tankstelle. Hier kann man nochmal sitzen, dann gibt es hier so Wasserspender. Hier ist so ein, soll darstellen, so ein, so ein Süßigkeitenregal oder Essensregal. Hier hinten kann man noch so ein bisschen was zusammenbasteln. Naja, halt eben, was man so in der Tankstelle hat, so dieses ganze Kleinkram, ne? Ja, dann haben wir hier die Toilette, Wasserhahn, Klo, dann hier Toilettenpapier und so weiter. Licht geht natürlich auch selbstverständlich automatisch an. Hier sehe ich gerade, das sollte dann nicht sein. Gut, dann machen wir hier mal zu. Hier kann man reingehen. Hier soll noch ein bisschen was rein. Was weiß ich noch nicht so ganz genau. Der Vogel kann hier nicht verschwinden, weil hier sind Barrier Blocks. Weil sonst haut er nämlich immer ab. Weil die können ja dummerweise die Türen öffnen. So, dann haben wir hier drüben. Ist ein kleines Motel. Wie man das so kennt. Da sind die Zimmer sind so ein bisschen eingerichtet hier, wie man sieht. Licht ist hier jetzt in dem Sinne nicht wirklich drin, nur durch diese Endstäbe, weil das sieht abends einfach besser aus. Ja. Was das hier ist, kann ich leider noch nicht sagen, da es noch im Bau ist.
Was haben wir noch gemacht? Hier drüben müsste irgendwo eigentlich auch ein Pitstop sein. Weil, naja, wo Autos sind, muss natürlich auch mal ein Reifen gewechselt werden. Ist ja klar, ne? Hier so ein bisschen angedeutet, ein Garagentor. Mal hier reingehen. Halt hier noch so diverse Sachen. Und mal wieder ausgehen. So, dann haben wir hier wieder den LKW. Das ist diesmal ein Milch-LKW. Wow. Das Tankenschild, ich glaube, das kommt noch woanders hin, aber gut. Ja, was haben wir noch? Die Tanke. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier mal auf Nacht machen. Man sieht, das Licht geht an. Es leckt ein ganz klein wenig, weil ich sag mal, hier in der kompletten Umgebung gehen jetzt im Nachtmodus so circa grob geschätzt etwas an die 30.000 bis 40.000Redstone-Lampen an, wenn alle Chunks geladen wären. Da die komplette Stadt, sämtliche Hochhäuser, jede Etage mit einem separaten Tageslichtsensor versorgt ist. Jede Etage ist anders getaktet, was die Beleuchtung betrifft, und es sind reichlich Lampen in der ganzen Stadt verbaut. Und somit halt einfach auch hier ist es so, dass jedes Häuschen irgendwo einen Tageslichtsensor verbastelt hat oder einen Nachtsensor, je nachdem. Und dann gehen hier halt einfach die ganzen Lampen an. Das Ganze verursacht natürlich extreme Lecks und auch extreme Serverbelastung. Aber gut, wir wollten es so haben. Und somit also, naja, müssen wir halt mit leben. So, in der Nacht ist es hier einfach so, die Tankstelle ist zwar beleuchtet, aber sie ist zu. Man kommt nicht rein. Die Gitter gehen runter, die Türen gehen zu. Na, hier ist alles vergittert und man kommt da also nicht rein. So, wenn ich das Ganze jetzt umstelle wieder auf Tag, dann öffnet die Tankstelle wieder, die Gitter gehen auf, das Licht geht dementsprechend aus, weil am Tage brauchen wir schließlich kein Licht. Es leckt natürlich wieder, war ja klar, muss ja sein, weil eine Megaprojekte-Server ohne Lecks, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht gar nicht. Ne, wär auch langweilig. Von daher also, naja, gut, soll das so sein. Ja, durch die Umstellung hat sich ein bisschen was verändert. Ich werde das mal eben mal demonstrieren, indem ich aber jetzt hier mal gemütlich rüber duckere. Es war so, dass sämtliche Projekte, die wir gemacht haben, eigentlich in Dimensionen gewesen sind, in denen man sie eigentlich nicht mehr in Minecraft selber sehen konnte und auch nicht mehr darstellen konnte. Aus dem einfachen Grunde haben wir eine Dune-Map draufgeladen gehabt. Über diese Dune-Map konnte man ganz normal im 3D-Modus die ganzen Sachen sich angucken, halt aber auch nur von einer Seite. Da die Dune-Map insofern da nicht umstellbar ist oder war. Wir haben sie jetzt komplett runtergenommen, weil es wird nicht mehr benötigt. Denn, wie man sehen kann, das ist mein allererster LKW, den ich überhaupt gebaut habe. Der ist, na, ich sag mal, zu 90%, ja, 90% ungefähr, ist der in Handarbeit entstanden. Das heißt, ohne World Edit und diesen Firlefanz, wie wir es heute halt haben. Ne? Ja, kein Mensch macht mehr eine Fläche ohne World Edit. Dieses ist halt hier, ich sag mal, überwiegend noch ohne World Edit entstanden. Im Nachhinein habe ich dann so ein bisschen was geändert. Das ist dann, da ist es dann schon mit World Edit und so. Aber ich sah hier auf dem Server, was so eingefügt wurde, hier diese, ja, Pseudo-Berge, das ist dann schon wieder dann mit World Edit, weil der hat auch vorher auf einer anderen Map gestanden. Und auf dieser Map, ja, hatte ich zwar bedingt die Rechte gehabt, World Edit und so weiter zu nutzen, aber da ich ja relativ neu gewesen bin zu dem Zeitpunkt und eigentlich das Ganze hier irgendwie anders enden sollte, nicht so,
war es halt so, dass ich mich mit World Edit überhaupt nicht auskannte. Weil gut, ich kenne das heute noch nicht, also von daher, ich kriege zwar wohl eine Fläche gefüllt oder auch mal was bewegt oder gedreht, aber ich sag mal, diese Insider-World-Edit-Geschichten oder Voxel-Sniper und so weiter, boah, ich habe keinen Plan von. Dann baue ich es halt lieber per Hand. Hier ist halt einfach so entstanden, ich hatte diese Felge gemacht gehabt und dachte mir, oh, 40 ist eine gute Zahl, kann man gut was machen mit, als Reifen, als Felge, wie auch immer. Ah, Problem war denn, ja, eine Felge ist ja schön und nett, aber eine Felge braucht auch irgendwie noch ein bisschen Gummi drumherum und somit ist das Ganze irgendwie ja ein bisschen ausgeartet, dass diese Felgen halt ein bisschen größer geworden sind und somit halt eben der LKW an sich auch andere Dimensionen angenommen hat. So, hier ist es halt einfach so, dass man hier irgendwie gar nichts sieht. Irgendwie war es so, dass ich hier irgendwo, Moment, jetzt muss ich selber kurz gucken. Was habe ich denn da für eine Tastenkombi gehabt? Ach, kurz geguckt. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht wirklich der End. Ich doch gedrückt gehabt. So. Ja, ist X-Ray drauf. Richtig, gut erkannt. Aber aus dem einfachen Grunde. Sonst würde man jetzt hier nichts erkennen können. Deswegen ist hier X-Ray drauf. Ja, hier ist halt alles, wie gesagt, per Hand gebaut. Man sieht auch vielleicht, wenn wir jetzt hier runtergehen und mal in die Steuerung reingehen. Ja, das ist Redstone. Ja, erste Klasse. Sagen wir es einfach so. Und. Ja, wenn man keine Ahnung hat, dann fängt man halt an zu tüfteln und dann sieht das halt irgendwie so aus. Ich habe es jetzt nie geändert, weil es ist von Anfang an so gewesen und ja, ich habe es einfach so gelassen. Ne? So mit Blinkern und diesem ganzen Schnickschnack mit irgendwelchen wilden Clocks hier. Nein, und sie sind nicht kopiert, weil es Ziegelsteine sind, aber gut. Ja doch den einen oder anderen, der da meinen könnte, es wäre kopiert. Es ist hier halt alles per Hand und so weiter. Heutzutage machen wir so, dass wir es entweder über Command-Blocks machen oder bei Sachen, die eventuell ja vielleicht mal verschoben werden müssten oder so. Da ist es dann einfach so, dass wir die Sachen mit Schilder-Plugin machen. Denn ein Command-Block, wie man weiß, lässt sich schlecht verschieben. Und da muss man dann die ganzen Daten drin ändern und das ist auch irgendwie ja ziemlich lästig auf die Dauer. Darum machen wir es halt einfach mit Schilder-Plugin. Damit schreibe ich auf das Schild drauf, bla 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 und dann wird das kopiert und ja, dann kann ich das ganze Objekt auch bewegen, ohne alles neu umschreiben zu müssen. Ja, gut. Aber das ist wie gesagt uralt hier. Wir sind dabei, neue Sachen zu bauen. Neue Sachen vorzubereiten. Vielleicht gibt es dieses Jahr auch mal wieder ein Weihnachtsspecial, weil es ist noch ein bisschen was vorbereitet. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht, dass wir völlig untätig waren und gar nichts mehr gemacht haben. Es ging ja immer weiter. Und da ist es halt so, dass wir die Bahnen auch noch komplett überarbeitet haben. Es soll ein Special kommen über die Bahnen. Wir haben hier. Muss ich runter, sind so Pausenhäuschen eingebaut. Das Ganze soll im Livestream passieren. Man kommt halt hier reingefahren, pluck. Die Schiene wird über den Command Block in diesem Fall ausgeschaltet. Dann kann man hier runtergehen. Jetzt muss ich mal hier kurz zip, 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 zip. So, dann wird hier über den Command-Block wird, wie gesagt, der da aktiviert. Der wird weggenommen. Die Verzögerung sorgt im Endeffekt dafür, dass diese Clock, wenn sie jetzt einmal rumgelaufen ist, Glas leitet ja nicht, dieser Goldblock wird über die Clock im Endeffekt einmal hier außen rumgeleitet. Größer geht es leider nicht. Und dann wird
Hier ist die Glock drin. Die schaltet den ganzen Mechanismus. Dann wird, nachdem das einmal rum ist, hier wieder das Redstone-Signal da wird an die Schiene weitergegeben. Und die Glock schaltet sich automatisch wieder aus, indem, wenn das Redstone-Signal da oben kommt, dieser Block im Prinzip entfernt wird. Und durch diese Verzögerung, die dadurch hier durch die ganzen Repeater entstanden ist oder entsteht, läuft diese Glock noch genau einen Block weiter. Und dadurch, dass sie halt im einen Block weiterläuft, sollte eigentlich, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, die Schiene da gar keinen Strom haben. Da ist irgendwo ein kleiner Fehler drin. Irgendwas stimmt hier nicht. So sollte das sein. Warum jetzt hier ein Redstone-Block sitzt? Gute Frage. Aber ist ja nicht das Problem. Ist ja selbst gebaut, das System. Und dann weiß ich auch, wo was nicht hingehört. Weil so wäre es jetzt korrekt. Schiene ist aus. Das Minecart kommt, fällt hier rein, bleibt stehen. Glock wird ausgelöst. Sprich, der Redstone-Block geht weg. Das Signal geht los. Zip, 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 zip. Gibt die Glock frei. Die Glock läuft. Setzt im Endeffekt die... Da ist der Fehler drin, sehe ich gerade. Und hier ist irgendwo... Ne, doch, stimmt. Alles gut, alles gut. Alles wird gut. Aber ich glaube, hier fehlt ein Glasblock. So. Und dann läuft das hier wieder drum. Das Signal kommt, pump, die Schiene kriegt wieder Strom. Und es geht dann oben weiter. So, dadurch, dass im Endeffekt die Schiene, der Block da, zack, Kontakt gibt, wird hier der Block wieder gesetzt. Das heißt, der Block wird im Endeffekt hier über den Command-Block, wenn ich wieder rausfahre, wird der Block gesetzt. Das verzögerte Signal stoppt diese Glock. In der Zeit, wo dieses Signal da durchläuft, hat die Glock noch die Option, einen Block weiter zu laufen. Durch diesen einen Block weiter wird das Ganze halt einfach wieder, ja, sozusagen in Nullstellung oder Originalstellung versetzt und die Schiene ist wieder aus. Das heißt, das nächste Minecart kommt, wird hier automatisch der ganze Mechanismus wieder ausgelöst. Die Dinger haben wir, ja, so circa jede Stunde eingebaut. Als kleine Information, das sind 5 Stück. Wer rechnen kann, weiß ungefähr, wie lange die Bahn jetzt läuft. Denn wir sind über 5 Stunden. Und im Livestream sage ich mal so, 5 Stunden hintereinander dummes Zeug erzählen und mal nichts trinken, essen, aufs Klo gehen können, ist eine doofe Aktion. Somit, ja, ich sage einfach mal, ich wollte eigentlich euch nur eine Info geben, ich bin doch nicht weg, ich bin noch da, ich mache noch, beziehungsweise wir machen noch. Und es geht hier weiter. Es ist nur halt eben in letzter Zeit durch technische Probleme eine gewisse Unlust. Ja, wir suchen nach wie vor Leute, die, ich sage einfach mal, Bock haben, mal irgendein Projekt mal mitzumachen, die nicht unbedingt fragen, ja, was ist Minecraft? Oder sind die Blöcke da tatsächlich eckig? Hat einer schon mal was von Redstone gehört? Na, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn es um
Mod-Projekte geht, die es wahrscheinlich dann auch geben wird oder geben soll, da wäre schon schön, wenn man nicht nur weiß, dass man mit einer Axt einen Baum fällen kann und mit einer Pickaxe einen Stein abbauen kann, mit einer Schaufel Sand und Erde farmen kann. Also es wäre schon gut, wenn sich die Leute, die da mitmachen möchten, ja, ein bisschen, na, mit der ganzen Materie auseinandersetzen würden. Weil wenn man nämlich alles alleine machen muss, ist auch irgendwie vollkommen blöd. Es macht dann auch keinen Spaß mehr irgendwann, wenn man entweder ja nur Anweisungen geben kann, muss, damit die Leute wissen, was sie machen können oder sollen. Es muss also auch jeder für sich schon mal selber feststellen, ah, okay, ich brauche das und das, dafür muss ich das und das zusammencraften oder das und das herstellen. Ah, geht nicht, weil fehlt das oder das. Also das wäre schon nicht schlecht, denn es gibt viele Mods. Wir spielen, wenn denn, mit vielen Mods und jeder Mod ist unterschiedlich. Nicht alle vertragen sich untereinander und somit wäre schon gut, wenn man sich denn da so ein bisschen auch mal mit auseinandersetzen würde. Aufnahme, YouTube etc. wäre keine Pflicht, wäre für denjenigen vielleicht eine Alternative. Müsste sich natürlich logischerweise wegen der ihr rechtlichen Geschichte, Bild, Ton etc. logischerweise mit Einverständnis erklären, dass er halt eben, ja, wie soll man sagen, veröffentlicht wird und so weiter. Aber naja, ihr wisst, wie es ist, also von daher. Gut. Soll es das hier auch jetzt erstmal gewesen sein? Ich hoffe, dass das Ganze hier einigermaßen vernünftig ist, denn ich habe auch schon wieder ein neues Aufnahmeprogramm nehmen müssen, weil das alte irgendwie in Urlaub gegangen ist und nicht mehr wollte, so wie ich wollte. Gut, ich hoffe, der ganze Kram war jetzt hier nicht völlig umsonst oder vergebens, umsonst nicht, aber vergebens. Und ja, ihr schaltet nach wie vor wieder ein, gebt vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar. Abos sind nach wie vor keine Pflicht. Wer noch nicht verlangt, es ist halt einfach nur so, wenn ihr, nein, ich bettel nicht, dann verpasst ihr halt nichts. Na? Also, gut, dann sage ich einfach mal danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, tschüss.